Hallo, hier spricht Barney Stinson. Ob bewusst oder unbewusst, wir alle gestalten unser Leben nach Regeln, die tief in unserem Wesen verankert sind, einem Kodex, den wir verinnerlicht haben. Manche nennen diese Regeln Moral, andere nennen sie Religion. Ich nenne sie den Bro-Code. Die Runde geht auf mich, Bro. Ist ein Bro. Ein Bro ist ein Brother, ein Bruder. Und wahrscheinlich habt ihr das Wort schon x-mal in eurer Eckkneipe oder im Sportstudio gehört. Aber nur weil jemand ein guter Typ ist, ist dieser Typ noch lange kein Bro. Ein Bro ist ein Mensch, der euch sein letztes Hemd geben würde, wenn er es selbst nicht mehr braucht. Ein Bro ist ein Mensch, der sich ein Bein dafür ausreißen würde, euch zu helfen, jemand anderem ein Bein auszureißen. Euer Postbote ist ein Bro. Euer Vater war früher ein Bro. Der Junge, der euren Rasen mäht, ist der Bro von morgen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er auch euer Bro ist. Artikel 1. Bruder vor Luder. Bruder vor Luder. Artikel 2. Ein Bro hat jederzeit das Recht, etwas Blödsinniges zu tun. Vorausgesetzt, sämtliche anderen Bros tun es auch. Der Freibrief zum Blödsein. Das ist der tiefere Grund, warum es überhaupt Bros gibt. Artikel 3. Wenn ein Bro sich einen Hund zulegt, muss ihm dieser im ausgewachsenen Zustand mindestens bis zum Knie reichen. Bewusst oder unbewusst, wir alle gestalten unser Leben nach Regeln, einem Kodex, den wir verinnerlicht haben. Der Bro-Code. Zum ersten Mal habe ich jetzt auf Papier die Regeln festgehalten, an die Bros sich seit den Anfängen der Menschheit halten, wenn nicht sogar noch länger. Ich hoffe sehr, dass alle Bros dieser Welt durch ein besseres Verständnis des Bro-Code alle Unterschiede beiseite schieben können und der Zusammenhalt in der Bruderschaft gestärkt wird. Denn dann und nur dann können wir alle gemeinsam daran arbeiten, die größte Aufgabe zu meistern, die Gesellschaft uns stellt. Eine tolle Braut ins Bett zu bekommen. Artikel 4. Ein Bro verrät die Existenz des Bro-Code niemals einer Frau. Es ist ein heiliger Text, den man nicht mit einer Braut teilen darf, aus keinem Grund. Sollten Sie weiblich sein und diese Zeilen hören, möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, in dem so viel Mathe vorkommt.
die Ohren steif, Bro.